Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 27. November 2018. Bevor ich starte, erwähne ich nochmal die Neuigkeiten. Ab sofort biete ich WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Meine Nummer befindet sich unten in Infobox. Ich biete auch Handlesen an, auch über WhatsApp, auch für 10 Euro. Dazu benötige ich zwei Bilder, einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand und ich brauche noch die Geburtsdatum dazu. Falls ihr Linkshändler seid, bitte dazu schreiben, ich muss die Bilder anders deuten. Die zweite Angebot gilt bis 31. Dezember 2018, eine Videoberatung. Und das beinhaltet eine Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Das könnt ihr für euch selbst buchen und oder für jemand anderes. Das wäre auch eine Geschenkidee. Und bitte schreibt dazu, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder nach chinesischen Astrologie. Dazu benötige ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit, Geburtsort. Die Buchung könnt ihr betätigen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu dem heutigen Tageshoroskop nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Nicht wunder, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne zum Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs, auch Wasserelement. Ich setze Mond zum Wasserelement. Mond ist sehr stark. Mond herrscht über die Tierkreiszeichen Krebs, also kommt zum Geltung. Und das beeinflusst unseren Gefühlen und unseren Träumen, unserem Unbewussten. Sonne und Mond stehen in Harmonie, weil beide Lichter befinden sich im selben Element, im Wasserelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Das hat verschiedene Bedeutungen. Entweder trauen wir nicht etwas zum Sagen, wir verschlucken die Worte, bedeutet auch wie eine Bremse, dass die Termine gehen nicht voran, die Handlungen, die Verträge, passiert nichts. Das verlangsamt die Bewegung, bedeutet aber auch Vergangenheit. Und das, was ich immer wieder betone, Themen von Vergangenheit bei Merkur-Energie kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit und ihr bekommt diese Nachricht. Dieser rückläufige Merkur bewegt sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Ich setze zum Wasserelement. Jupiter ist auch in Skorpion. Ich setze auch zum Wasserelement. Hier ist besser zum Sehen.
Merkur, Sonne und Jupiter stehen in Verbindung. Sie wirken zusammen. Merkur ist der Planet der Handlungen und Kommunikation. Die Sonne gibt die Licht, die Wahrheit. Und Jupiter sorgt für die Gerechtigkeit. Und das ist heute spürbar. Venus ist die Liebesplanet, die weibliche Energie, befindet sich in Tierkreiszeichen Waage und das gehört zum Luftelement. Wir haben eine sehr starke Venus-Energie, weil Venus herrscht über die Tierkreiszeichen Waage. Das heißt, Venus kommt jetzt wunderbar zum Geltung. Das sind die persönlichen Planeten und das endet mit Saturn. Saturn grenzt das ab, hält die Energie zusammen, Saturn erdet, ich setze Saturn in die Mitte. Wir sehen sofort, dass die Wasserelement sehr betont ist. Die Emotionen sind sehr spürbar. Also wir handeln heute nach unserem Gefühl. Und zwei Elemente fehlen als Ausgleich. Einmal die Feuerelement und das bedeutet die Kraft, die Mut, die Bewegung, die Leidenschaft, die Begeisterung, aber auch die Herzenswärme. Und fehlt die Erde-Element, das ist die Realität, die Sicherheit, die Stabilität, die Finanzen, die berufliche Situation, aber auch in die Partnerschaft, die Sicherheit und Stabilität. Wir sollen diese beiden Elemente betonen, damit wir in inneren Gleichgewicht kommen, in inneren Harmonie. Etwas in Bewegung setzen, was uns begeistert, dann um die Finanzen kümmern oder auf eine bestimmte Lebenslage mehr Stabilität bringen oder im Vertrauen bleiben, dass unsere Wünsche umgesetzt werden in Tat und wird Realität. Dann kommen die äußeren Planeten und das ist Uranus, Neptun und Pluto. Uranus bewegt sich rückläufig und das bedeutet diese Rückläufigkeit auch karmischen Themen, Vergangenheit oder bremst es alles, bis dann sich dreht und direktläufig wird, dann ändert sich sowieso die Richtung. Uranus bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder und das gehört zum Feuerelement. Neptun hat sich gedreht. Jetzt bewegt sich vorwärts und das sind die Inspiration, die Träume, die Visionen und das geht jetzt zum Erfüllung oder geht in eine andere Richtung und Neptun befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann, gehört zum Luftelement und Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze, gehört zum Feuerelement. Saturn ist auch im Schütze. Pluto gibt die inneren Kraft, aber dazu müssen wir etwas aufgeben und etwas loslassen, all das, was diese Energie raubt. Dann hält Pluto konzentriert die Kraft zusammen und das kommt von unserem Inneren und es bewegt sich dann etwas. Und bei Uranus habe ich gesagt, das sind die Veränderungen und Umbrüche. Und jetzt noch die Verbindungen. Was ich schon erwähnt habe, Merkur, Sonne und Jupiter steht in Verbindung in Tierkreiszeichen Skorpion. Das nennt man Konjunktion und das heißt, die wirken zusammen. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche, um Verhandlungen, um Termine, um Verträge. Wenn das um Gespräche handelt, was um die Gerechtigkeit, und das ist die Jupiter-Energie, die Gerechtigkeit zu vertreten oder die Ungerechtigkeiten ins Licht zu bringen, dann passiert es auch heute.
wenn das um Verträge geht, und das ist die Merkur-Energie, was Erfolg bringen soll und auch Gewinn, Jupiter wäre dann die Gewinn, ist das wunderbar. Und im Skorpion kommt das zum Transformation. Aber diese Rückläufigkeit Merkur kann das alles verlangsamen. Wenn das um die Beziehungen geht, bei diesem Wasserelement, wo um die Gefühle handelt, ist die Bedürfnis da, über Gefühle zu sprechen. Das ist die Merkur-Energie, das in Sprache bringen. Und die Sonne beleuchtet das, man möchte das, die Wahrheit wissen, man möchte das klären. Die Sonne klärt auch etwas. Nur bei Jupiter müssen wir aufpassen, weil Jupiter neigt etwas zum Übertreiben, also nicht übertreiben. Dann haben wir eine Verbindung zwischen Venus und beide Mondknoten. Die absteigende Mondknoten, was die alten Karma symbolisiert, bewegt sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Besonders bei Steinbock-Geborenen kommen alten karmischen Erinnerungen. Venus aktiviert diese Knoten und es handelt sich um die Liebe. Es ist eine Herausforderung, weil wir müssen alten Erinnerungen bearbeiten. Die absteigende Mondknoten ist also in Tierkreiszeichen Steinbock. Hier wird dieses Thema aktiviert. Nicht nur durch Venus, sondern auch von Uranus. Das sind die Umbrüche, Veränderungen. Die aufsteigende Mondknoten, was die neue Weg, die neue Schicksalsweg oder karmischen Weg beschreibt, die Suche nach etwas, dieser Knoten oder Drachenkopf befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Natürlich wird das bei Krebsgeborenen gerade aktiviert, auch von Uranus, wo hier Umbrüche, Veränderungen kommen, aber auch von Venus, Thema Liebe, Partnerschaft. Also hier wird die beiden karmischen Knoten auch aktiviert. Uranus und Venus stehen gegenüber, sie spiegeln etwas. Die beiden Tierkreiszeichen, die sich hier spiegeln, ist die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Waage. Und Thema ist Umbrüche, Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft. Bei vielen Menschen ist das Trennungen oder eine neue Richtung oder eine neue Begegnung oder eine Versöhnung, Veränderungen in die Liebe, Partnerschaft. Wichtig ist Ausgleich. Im Inneren Gleichgewicht bleiben, aber bei der Partnerschaft auch ein Entgegenkommen, aber nicht zu wenig, nicht zu viel, das muss im Gleichgewicht gehalten werden, so kommt das in Harmonie. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als ein Mondkalender, die Tagesbewegung des Mondes. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs und dieses Mondhaus heißt Bushia und beschreibt, der richtige Zeitpunkt ist gerade etwas Neues starten, weil das verspricht Erfolg und Wachstum, aber natürlich mit innerem Gleichgewicht. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern, verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell
oder betrifft es die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Info-Video über Karma und Karma auflösen. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und dieses Klärungsvideo werde ich nicht veröffentlichen. Wenn ihr Interesse daran habt, ernsthafte Interesse, darüber mehr zu erfahren, was bedeutet Karma, wie kann man die Karma auflösen, bekommt ihr diese Klärungsvideo gratis. Schreibt mir bitte ein E-Mail, dann bekommt ihr den Link dazu und fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.